Hallo, liebe Leute, hier ist Christian von Christian Saute Plays, der mit dem Hut und ja, guten Morgen. Wir haben Sonntagmorgen und meistens ist ja so, man lässt den Tag ein bisschen chilliger anfangen und dann geht man auch schon mal an die Gitarre und sagt, komm, ich mach mal einfach mal so ein bisschen was. Vielleicht ganz so ein bisschen losgelöst von diesem Zwanghaften, was man unter der Woche hat, ne, dieser Alltag, dass man sagt, oh, ich habe eine halbe Stunde, was mache ich jetzt? Sondern einfach schön hinsetzen und dann ein bisschen was an der Gitarre machen. Und dann habe ich eine schöne Guten-Morgen-Übung für euch, die so ein bisschen auf das F-Dur ausgerichtet ist, aber auch das A-Moll, das C, das F und dann das G beinhaltet. Ja? Und so angelehnt ist es an Passenger. Und von Iggy Pop. Dazu habe ich auch eine Lesson gemacht, wie man das dann so in drei verschiedenen Arten und Weisen spielen kann. Ne? Und ich mache einfach mal so eine kleine Grundübung draus. So, ihr könnt euch mal eure Gitarre mit dazu nehmen und wir starten mit dem klassischen A-Moll, ein offenes A-Moll. Schönes offenes A-Moll. So, dann haben wir ein C. Da müssen wir einfach nur hier so rumgehen. Dann ein F. Und dann ein G. Ja, wir spielen A-Moll, dann C, dann das F und G. Und wieder A-Moll, C, F und G. Jetzt kommt wahrscheinlich so die ein oder andere, dass sie sagt, oh, warte mal, das F, ne? Also, ne, wir gehen jetzt mal hier auf das F, einmal bitte so drauf, ja, Zeigefinger auf den ersten Bund. Ringfinger auf die 3 auf die A-Seite, kleiner Finger 3 auf die D-Seite und der Mittelfinger 2 auf die G-Seite und Zeigefinger auf der H- und E-Seite unten, quasi als Barré unten. So, und jetzt ist es nämlich folgendermaßen, dass man sich auch schon mal erstmal hinsetzen kann und einfach erstmal durch diesen Griff, ne, greift. Die Kinder gucken jetzt gerade irgendwie Fernsehen, Netflix oder so, der Mann macht sonst irgendwas oder die Frau macht sonst irgendwas und man sitzt cool auf der Couch. Und man nimmt einfach nur die Gitarre und ganz chillig nimmt man einfach nur den Akkord und greift ihn so. Das reicht. Ja? Das reicht für so eine kleine Grundübung. Erstmal, dass man sagt, ja? Oder dass man halt wirklich sich auf die Couch hinsetzt. So, A-Moll, C, F und G. Und A-Moll und C und F und G. So, jetzt werden wahrscheinlich die einen oder anderen sagen, ja, warte, hey, Passenger geht doch ein bisschen anders. Genau, wir haben A-Moll und dann haben wir das F. Das habe ich jetzt erstmal gerade so ein bisschen für euch andersrum gemacht, dass ihr erstmal chillig da reinkommt. So, jetzt haben wir bei Passenger, wenn wir jetzt uns Passenger angucken, aber wir machen ja so eine kleine Grundübung daraus. A-Moll, das können wir dann zweimal spielen, dann kommt das F direkt, zweimal. Jetzt kommt das C und jetzt kommt das G, was man jetzt aus dieser Position so spielen kann. F kommt. Und C. Und G. Original ist Passenger eigentlich. Und erkennt ihr es? Ja, ne? Kann man halt dann auch als Barré spielen, wäre so die höchste Stufe jetzt dieser Übung. Und jetzt auch dann die letzte in dem Video. Und zwar, man spielt das A-Moll nicht offen, sondern man spielt es halt hier bei Barré. Dazu hatte ich ein intensiveres Video gemacht. Ich werde das hier in die Kommentare posten. Und hier irgendwie als kleine Video-Vorschau. So, ne? A-Moll dann so als Barré. Na, einfach Zeigefinger hier über den 5. Bund, Ringfinger über die 7, kleine Finger über die 7, hier über A- und D-Seite. So, dann gehen wir hoch auf das F. Jetzt das C entweder offen oder wir gehen tatsächlich runter in die 8. Und dann auf die 3 für das G. Und wieder A-Moll, aber dann mit Mittelfinger hoch. Und dann F. Und dann runter in die 8. Und das G. Und wenn ihr das spielt so, dann werdet ihr sehen, dass relativ schnell die Hand erlahmt. Na, dafür ist es ja da. Ne? Und so weiter. Ne? Das ist so als kleine Spitzenübung. Ansonsten setzt euch einfach hin, A-Moll, zweimal oder viermal oder achtmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Damit habt ihr sehr viel Zeit, um auf den nächsten Akkord zu gehen.
Sitze. Und das G. Eine schöne Akkordfolge, oder? Kann man auch ein bisschen zupfen. Und so weiter. Da kann man ein paar schöne Sachen rausmachen. So, liebe Leute, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.